little cozy corner in your heart for me. Herzlich willkommen zu Eintracht International. Heute ist Matchday hier im Stadtwald. Frankfurt gegen Piräus ist die Partie. Der zweite gegen den ersten in der Gruppe, also ein wahres Topspiel. Und wir werden die ersten sein, wenn es gleich um die Aufstellung geht. Die gibt es nämlich immer bei uns zuallererst. Außerdem zwei Eintracht-Legenden gleich bei uns live im Studio zu Gast. Ein kleiner Tipp, es wird stürmisch zugehen bei uns. Stürmisch wie heute in Frankfurt, denn da hat der Wind geblasen. Orkan Ignaz hat dafür gesorgt, dass einige Bäume umgeknickt sind im Stadtwald. Aber keine Sorge, das Spiel findet statt mit Fans. 35.000 werden heute hier sein, aber trotzdem ein Rat an Sie. Falls Sie noch unterwegs sind, seien Sie vorsichtig bei Ihrer Anreise. Die Mannschaft ist in diesen Sekunden angekommen im Stadion. Die Kabine fast schon liebevoll und sorgfältig vorbereitet. Wie man das kennt, das hier ist die kleine Schlüssellochperspektive für uns. Dann sehen Sie mal, wie es da drin zugeht. Und das ist natürlich perfekt, diese Bedingung, dass wir uns da einstimmen können auf diesen wunderbaren Fußballabend. Und ich begrüße zuallererst meinen Gast. Ich habe gesagt, es geht heute stürmisch zu. Ehemaliger Stürmer von der Eintracht und ehemaliger Kapitän Yannis Amanatidis. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Freue mich, dass du da bist. Yannis, du warst auch griechischer Nationalspieler und Stürmer. Und wenn die Eintracht jetzt gegen die griechische Mannschaft spielt, schlägt dann dein Herz eher für die Adler oder eher für den Club aus deinem Heimatland? Grundsätzlich, wenn ein griechischer Verein spielt gegen irgendeinen Verein oder gegen eine Mannschaft, dann bin ich natürlich Grieche. In diesem Fall natürlich schlägt mein Herz dann mehr für die Eintracht als für Olympiakos. Deswegen wünsche ich der Eintracht alles Gute und hoffe auf einen Heimsieg. Du darfst bleiben mit dieser Aussage. Hast die Daumen gedrückt für die Eintracht. Wir sind natürlich alle Eintracht-Fans an diesem Abend gegen Piräus bei diesem Spitzenspiel Zweiter gegen Erster. Wir schauen gemeinsam auf ein kleines Rätsel, das wir für Sie, liebe Zuschauer, vorbereitet haben. Denn es gibt einen Spieler im aktuellen Eintracht-Kader, du weißt das natürlich, wer das ist, der auch mal für Olympiakos gespielt hat. Wir haben die Vorstellung zumindest vorbereitet, ein klein wenig verfälscht. Wir haben das Gesicht ein wenig verfälscht und auch den Namen getüncht. Wer ist wohl dieser Spieler? Bitte nichts verraten, Yannis, denn wir werden das gleich am Ende dieser Sendung auflösen und auch gleich noch bei uns Lajos Deteri begrüßen. Da freuen wir uns ebenso besonders. Du hattest viele schöne Jahre bei der Eintracht. Was ist deine liebste Erinnerung? An welches Spiel erinnerst du dich am liebsten zurück im Trikot der Adler? Es gab einige. Sicherlich war eins davon das Heimspiel im Pokal-Halbfinale gegen Bielefeld, das uns das Tor eröffnet hat, international zu spielen. Ich glaube, nach 2 Jahrzehnten, wenn ich mich recht erinnere. Das war schon emotional. Das Stadion war natürlich ausverkauft, war Abendspiel. Glücklicherweise habe ich auch den 1-0-Siegtreffer damals gemacht. Das war grandios. Oder internationale Spiele allgemein. Brøndby, Heimspiel 4 oder 5-0, glaube ich. Klar, DFB-Pokalfinale. Also es waren schon einige. Oder das emotionale Spiel gegen Karlsruhe, das wir in der Nachspielzeit gewonnen haben. Dann kann ich da schon einige Spiele aufzählen, die wirklich, wirklich emotional und sehr, sehr interessant waren. Was war damals anders, als es heute beispielsweise ist? Im Prinzip jetzt nicht viel, nur dass sich der Fußball halt insgesamt doch weiterentwickelt hat. Der ist vielleicht noch ein Tick schneller geworden, noch ein Tick mehr athletischer, dynamischer etc. Eventuell schon auch businessorientiert, aber im Prinzip Das Hauptteil und der Kern an sich hat sich jetzt, glaube ich, nicht viel verändert. Da geht es immer noch um Fußball, damals wie auch heute. Es gibt ein paar Fans, die aktuell sagen, ja, Platz 14 in der Bundesliga ist nicht so das Gelbe vom Ei. Aber du hast letztens gesagt in einem Fernsehinterview, man muss der Mannschaft Zeit geben, denn Trainer Oliver Glasner hat was Spezielles. Wie lange gibst du der Mannschaft Zeit, bis sie tatsächlich so zusammenwächst, dass man auch den Erfolg dann in der Tabelle sieht? Also das, was ich ja jetzt sage, ist ja auch nicht entscheidend. Nur muss man halt wirklich die Tatsache ins Auge blicken und wirklich zusehen, dass einerseits die Mannschaft
hat viele Veränderungen in dieser Saison, also viele neue Spieler, vor allem in der Offensive. Und der größte Umbruch oder der größte Wechsel ist natürlich der Trainer. Ja? Mhm. Und die Philosophie, die Art und Weise, wie er spielen möchte, das kann durchaus beim einen oder anderen ein bisschen länger dauern. Und da brauchen wir, glaube ich, oder die Fans, die Eintracht-Fans brauchen nicht nervös werden. Das braucht nun mal seine Zeit. Und da wird dann die Eintracht wieder dann zu den Ergebnissen kommen, wie, wo sie sie wünschen. Ist auch dann ganz gut, wenn du da in Richtung Fans und Zuschauer so ein beruhigendes, positives Signal sendest. Wir wissen, was die Mannschaft kann. Hat sie beispielsweise gegen Bayern München gezeigt. Und es geht nur noch darum, ein bisschen Konstanz reinzubringen und diese paar Fehlerchen auszumerzen. Wir schauen gemeinsam auf die Aufstellung. Die gibt es in unserem Magazin immer zuallererst. Wir haben sie vorbereitet. Quasi druckfrisch für euch da draußen. Und während Yannis Amanatidis die Aufstellung, die da folgendermaßen lautet: Trapp im Tor, Hinteregger, Hasebe, Tuta in der Dreierkette. Wir haben es jetzt mal so aufgestellt. Und gucken, wie sich Glasner das dann taktisch vorstellt. Kostic, So, Jakic, Touré, Kamada hinter den beiden Spitzen, Paciencia und Boré. Während du die Aufstellung studierst und noch kurz deine Meinung dazu zurückhältst, wollen wir unseren Sportvorstand hören, der unten steht bei Alina Friedrich. Markus, heute wieder eine große Europapokalnacht hier bei uns im Stadion. 35.000 sind zugelassen. Wie groß ist denn deine Vorfreude? Ja, natürlich sehr, weil wir natürlich jetzt wieder vor mehr Zuschauern spielen können. Das ist natürlich super. Ich hoffe, dass wir es schaffen, ausverkauft zu sein und wieder eine Europapokalnacht hier feiern zu können und dass wir heute auch mit einer guten Unterstützung das Spiel gewinnen können heute. Die Aufstellung ist auch schon raus. Wie lautet denn deine Sichtweise zur heutigen Aufstellung? Ja, gut. Also ich glaube, dass wir ein paar Veränderungen natürlich vorgenommen haben gegenüber dem Hertha-Spiel, weil das sicherlich nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Vorne werden wir dann mit Boré und Paciencia spielen, was sicherlich auch gut ist, weil sie auf der einen Seite sich natürlich gut verstehen, weil sie die gleiche Sprache sprechen. Das ist auch immer ein Vorteil. Auf der anderen Seite haben sie zwar so noch nicht zusammengespielt, aber haben sich über die letzten Wochen, hat gerade sich Gonzo das sehr, sehr gut auch erarbeitet. Und von daher spielt er heute und wir versprechen uns natürlich deutlich mehr Torgefahr. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, wir wünschen uns mehr Tore. Paciencia ist so jemand, der das natürlich umsetzen könnte. Was war denn sonst noch der Grund, ihn heute aufzustellen? Ja, weil er einfach in den letzten Wochen das sehr, sehr gut gemacht hat. Ich glaube, er war keine einfache Situation in den letzten Wochen, aber er hat sich die Dinge erarbeitet im Training, hat auch in den Einwechslungen, die er hatte, das immer sehr, sehr gut gemacht, hat ja auch ein wichtiges Tor gemacht in Antwerpen. Von daher hat er sich das verdient und von daher gehen wir da heute so an. Hertha hattest du auch schon thematisiert. Jetzt sagen wir auch mal, trotz des Bayern-Siegs ist es natürlich in der Liga noch ein bisschen schwierig für uns, da so richtig Fuß zu fassen. Heute steht aber ein anderer Wettbewerb an. Wie kann man da jetzt vielleicht auch so ein bisschen umschalten? Ja gut, wir haben ja auch gegen Antwerpen gezeigt, was das dann auslösen kann. Nach Antwerpen haben wir ja gegen Bayern München gewonnen. Von daher versuchen wir uns einfach Selbstvertrauen und Sicherheit einfach zu holen. Das ist so. Sicherlich, das Hertha-Spiel war für uns alle nicht zufriedenstellend und war auch von der Leistung her sicherlich da, wo wir überhaupt, das wir überhaupt nicht bieten wollen. Und jetzt wollen wir heute eine gute Leistung abrufen, das Spiel gewinnen und dann auch gut vorbereitet nach Bochum fahren. Ich finde auch, die Unsicherheit nach dem Hertha-Spiel ist so ein bisschen noch spürbar. Du hast gerade auch gesagt, ist natürlich noch ein bisschen in den Köpfen der Spieler drin. Erhöht es jetzt vielleicht auch den Druck, heute zu punkten? Was du ja gesagt hast, ist ja letztendlich erstmal ein anderer Wettbewerb. Von daher haben wir sowieso, wir wollen weiterkommen, wir wollen in Europa überwintern. Von daher müssen wir heute, und wollen wir vor allen Dingen das Heimspiel heute gewinnen. Aber sicherlich tut natürlich jedes Erfolgserlebnis gut. Und das wollen wir natürlich jetzt heute als ersten Schritt haben mit dem Sieg. Und dann werden wir uns Bochum widmen. Grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig für eine Mannschaft, dass du über eine längere Zeitraum auch erfolgreich bist. Und daran müssen wir einfach noch arbeiten, viel stabiler zu sein. Stichwort längerfristiger Erfolg. Wie wichtig ist es denn jetzt heute, in diesem Wettbewerb dann auch zu überwintern? Ich meine, die Chance ist ja gegeben, sollten wir die 3 Punkte holen? Ja, sportlich ist es natürlich ein großes Ziel von uns. Wenn du in Europa überwintern kannst, das ist das für uns natürlich extrem wichtig. Sportlich gesehen, natürlich aber auch finanziell gesehen, ist ja gar keine Frage. Aber in erster Linie geht es um die sportlichen Themen. Und wir wollen natürlich, wie gesagt, die Gruppe überstehen und damit wir dann im neuen Jahr auch noch in der Europa League spielen. Und das ist unser Ziel. Danke dir, Markus. Gerne. Vielen Dank an Alina und Markus. Yannis, wenn wir gemeinsam auf die Aufstellung schauen und sehen, dass Paciencia und Boré im Sturm spielen und Markus Krösche gesagt hat, es ist schon wichtig, dass man sich auch sprachlich versteht. Wie wichtig ist es als Stürmer, dass man da jemanden hat, der einen tatsächlich versteht? Nicht nur als Stürmer, die Kommunikation in der Mannschaft allgemein ist enorm wichtig und dann ist es nur hilfreich, wenn die beiden auch direkt kommunizieren können. Darüber hinaus, neben der Kommunikation, glaube ich, dass die gut zueinander passen, weil der andere ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner ist, so dass Paciencia die Bälle auch gut festmachen kann und der andere um ihn rum dann wirbeln kann. Und ich denke,
Die passen gut zueinander, oder werden wir uns einiges erhoffen heute vom Spiel. Wie gefällt dir denn die Aufstellung? Wir sprechen gleich noch über Olympiakos, die Griechen, und wollen die Aufstellung aber nochmal ganz kurz ansprechen und nochmal kurz sehen. Wie gefällt es dir denn in diesem 3-5-2, wie wir es jetzt aufgestellt haben? Passt das? Ja, meines Erachtens passt es, und ich finde es auch gut, dass Kamada ins Spiel ist. Der hat ja auch in der zweiten Halbzeit gegen Hertha so ein bisschen für Veränderungen gesorgt in der Offensive. Meines Erachtens ist der Fußballerisch so stark, auch auf engem Raum. Der hat Tempo mit Ball am Fuß, so dass die Mannschaft dann auch in der Offensive verstärkt. Und außen die beiden, so oder so Kostic, die können alleine die Linie rauf und runter spielen. Also ich bin guter Dinge für die Eintracht. Wenn ich dich bitte, einen Satz zu vervollständigen, der anfängt mit: Europäische Abende in Frankfurt sind... Ja, die sind immer sensationell, die sind geil. Ich meine, was wir erlebt haben damals, wie gesagt, in meiner Zeit, dann nach 20 Jahren und die letzten Jahre, die Eintracht die den Weg genommen hat, international, sowohl hier in Frankfurt als auch auswärts, die ganzen Zuschauer, die mitgereist sind, ja, das ist immer ein Erlebnis für die Mannschaften, die gegen die Eintracht spielen, ja, sowohl hier als auch auswärts. Ja. Das ist die perfekte Anmoderation für unseren Beitrag, denn europäische Abende sind nicht nur in Frankfurt ganz geil, sondern manchmal auch in Antwerpen. Jakic, jetzt kommt das Doppel von Paciencia, gut gemacht. Gut erobern sie den Ball, Paciencia. Erst einmal tief auf Jesper Lindström, und er erobert den Ball. Ball prallt rechts raus, aber er hat trotzdem noch viel Grün vor sich. Lindström muss warten, bis er Unterstützung hat. Jetzt an der 16er Kante, geht in die 16er rein. Lindström, und es gibt den Elfmeter. Es gibt ja Elfmeter in der 89. Spielminute. Jesper Lindström geht ins 1 gegen 1 und Almeida grätscht da. Ich glaube, den kannst du geben. Almeida zeigt da an, ich habe doch gar nichts gemacht. Da schießt er hier den ersten Dreier der Eintracht in dieser Saison heraus. Steht am 16er. Alle sind bereit. Paciencia läuft an. Tippelschritte. Paciencia! Ja! Ja! Schießt ihn rechts unten vom Schützen aus. Unten rein. Und die Eintracht führt hier mit 1-0. Und da laufen sie alle Richtung Fankurve. Und der Zaun, der wackelt. Und die Fans sind da und feiern die Mannschaft. Feiern das Tor von Gonzalo Paciencia. Erfolgreich. Der erste Sieg in dieser Saison überhaupt für die Eintracht, was in der Tabelle folgendes Bild ergibt vor diesem Spiel heute gegen Olympiakos Piräus zu Hause. Olympiakos erster, 2 Spiele, 6 Punkte. Die Eintracht mit 4 Punkten dahinter. Yannis, was weißt du über Olympiakos, außer was jeder sagt, so, oh, die sind ja der FC Bayern von Griechenland. Was macht sie so stark, was macht sie so gut und wie spielt man gegen sie? Ja, sind sie halt nun mal doch. Sie haben über 40 Titel geholt in Griechenland, das sagt dann schon einiges aus. Die sind sehr erfahren, die haben teilweise den einen oder anderen überdurchschnittlich alten Spieler im Kader. Nichtsdestotrotz bringt auch Qualität mit. Die haben von allem etwas, die sind erfahren, die sind fußballerisch gut, die haben gute Einzelspieler. El Arabi, Kamara im Zentrum. Also ich kann keine Stärke ausmachen, aber grundsätzlich haben die von allen ein bisschen etwas. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die jetzt hier forsch nach vorne spielen werden, sondern die werden eher so ein bisschen abwarten spielen, weil sie ja 2 Spiele gewonnen haben und somit nicht so sehr unter Druck stehen. Deswegen erwarte ich sie eigentlich so ein bisschen eher abwarten. Das ist ganz interessant, denn der Trainer der Griechen hat was anderes gesagt, was er erwartet, aber da kommen wir gleich drauf. Wir haben noch eine Faktentabelle vorbereitet und wollen da mal drauf schauen, wie die so aussieht, wenn man die Fakten nebeneinander stellt. Frankfurt hat gegen Antwerpen gesehen, haben wir gesehen, 1-0 gewonnen, Fenerbahce geschlagen, 3-0 Olympiakos, das ist wirklich stark, das war ein Ausrufezeichen. Das letzte Spiel gegen eine griechische Mannschaft hat Frankfurt 5-1 gewonnen gegen Iraklis, da hat Okocha, glaube ich, 3 Tore gemacht, aber Olympiakos hat 7 von 8 Gastspielen in Deutschland verloren. Die Erfahrung spricht ein bisschen für Olympiakos, was du angesprochen hast. Der Marktwert spricht für die Eintracht. Was wird es für ein Spiel? Was können wir erwarten, wenn du sagst, Olympiakos nimmt also, sie eher zurück und wartet? Ja, also die Spiele, die werden sicherlich nicht defensiv spielen. Und wir werden nicht so ein Spiel sehen wie gegen Hertha, weil die nun mal schon sehr, sehr defensiv waren. Nichtsdestotrotz werden sie kontrolliert offensiv spielen, sodass sie dann kurz nach der Mittellinie die Eintracht erwarten und darüber auch in Konter laufen. Nichtsdestotrotz, aber die können auch das Spiel machen. Also das wird ein 50-50-Spiel. Im Endeffekt hoffe ich, wie gesagt, auf den Heimsieg, aber das wird insgesamt sehr, sehr offen und ich hoffe auch interessant. Man spricht zumindest für ein interessantes Spiel, wenn es offen ist. 50-50, du hast schon die Qualitäten der Griechen angesprochen. Wir wollen den Trainer hören. Pedro Martins nämlich hat bei der Pressekonferenz nämlich das Spiel so ein bisschen versucht vorauszusagen. Das erwartet er.
Ich denke, dass wir einen starken Gegner sehen werden, der schnell und vertikal spielt. Für uns heißt das, dass wir versuchen, viel Ballbesitz zu haben. Das ist taktisch für uns sehr wichtig. Wir müssen intelligent spielen. Das Spiel gegen Fenerbahce müssen wir abhaken, aber unser Ziel bleibt dasselbe. Wir möchten ein gutes Ergebnis, aber um so ein Ergebnis gegen Frankfurt zu erzielen, müssen wir die Spielkontrolle haben und klug spielen. Nur so können wir gegen die Stärken der Eintracht bestehen. Er sagte, er erwartet Frankfurt schnell und vertikal. Ist es auch das, was du erwartest, wenn du schon so sagst? Ja, weiß ich jetzt nicht so sehr. Ich hätte mir gewünscht gegen Hertha, dass Frankfurt noch mehr vertikal spielt. Das haben die in der ersten Halbzeit zweimal gemacht, da wurden sie auch zweimal gefährlich. Deshalb hoffe ich mich dann noch mehr. Aber das weiß ich nicht. Jetzt sagt er, als Ziel so ein Spiel wie gegen Fenerbahce, da haben sie auch verhalten offensiv gespielt und nicht so stürmisch nach vorne. Somit, also ich bin gespannt. Wir können sicher sein, dass wir ein schönes Spiel sehen werden. Darüber hinaus Ergebnis, ja. Du hast zuletzt gesagt, die Eintracht hat mit Ball ein gewisses Problem. Welches Problem siehst du da und wie kann man das abstellen? Am Samstag war es so. Ja. Am Samstag haben die sich schwer getan, da gab es einige Abspielfehler. Da haben die nicht direkt den Ball ins Mittelfeld spielen können, weil Hertha nun mal sehr kompakt stand und sehr aggressiv war. Da haben sie sich sehr, sehr schwer getan. Wie gesagt, erste Halbzeit zweimal vertikal gespielt und zwei Torgelegenheiten gehabt, neben dem Eckball, wo sie dann in 16er zurückgespielt haben. Deshalb hoffe ich mir viel mehr, dass die Mannschaft noch mehr vertikal spielt. Dadurch glaube ich auch, dass sie sich da mehr Chancen herausarbeiten können und nicht so sehr so ein bisschen von links und rechts den Ball so ein bisschen hin und her schieben. Das Eigenartige, das Gefühl, was einen so drückt momentan, ist so ein bisschen, Frankfurt hat gegen die Bayern gewonnen und toll gespielt, für die Verhältnisse, den Rekordmeister so tatsächlich auszuhebeln. Dann kam dieses Hertha-Spiel und das Hertha-Spiel, das halt bis heute noch nach. Und genauso war es auch bei Cibril Sow. Hart. Wir mussten uns alle selber hinterfragen, was wir falsch gemacht haben, was gefehlt hat und das Spiel haben wir aber abgehakt. Ja, jetzt natürlich gut, ich bin fit, aber auch natürlich frustriert, weil wir nach dem Bayern-Spiel eigentlich eine kleine Euphorie hatten und ich mit viel Freude auch zurückgekommen bin aus der Mannschaft und natürlich war dieses Spiel am Samstag ein kleiner Knick. Nichtsdestotrotz haben wir morgen wieder ein geiles Spiel, ich hoffe wieder eine geile Stimmung wie immer und da können wir wirklich wieder zeigen, was wir drauf haben. Ja, natürlich müssen wir stabiler sein. Die zwei Tore haben wir viel zu einfach bekommen. Dann auch im Spiel nach vorne viel konzentrierter sein, nicht mehr so viele Abspielfehler zu machen. Das killt unser Spiel wieder und einfach auch wieder diese Aggressivität, die Eintracht Frankfurt eigentlich auch ausmacht. Ich will dir aber die Vorfreude auf die Europa League gar nicht nehmen. Wie sehr freust du dich auf das Spiel morgen? So viel. So viel, aber trotzdem ist immer wieder dieser Vergleich zum Samstagsspiel gegen die Hertha. Man sagt, man hakt es ab, aber wie schüttelt man es wirklich ab, dass man wirklich nicht mehr dran denkt und es auch nicht mehr immer thematisiert? Das machen die Spieler, das ist automatisch. Das ist ein anderer Wettbewerb, das werden die auch machen. Die Geschichte hat gezeigt, dass das Eintracht im Europapokal sehr, sehr positive Ergebnisse und Abende verleiht hat. Somit denken die, glaube ich, gar nicht mehr nach. Und wenn sie dann auflaufen, wenn die Zuschauer dabei sind, dann denkt man dann auch nicht mehr nach, was am Samstag war, sondern nur an das Spiel jetzt aktuell. Wir haben vorhin über die Ergänzung zweier Spieler auf dem Platz gesprochen, über die Kommunikation, über das Verständnis miteinander. Und wir haben einen alten Mannschaftskameraden von dir getroffen, mit dem in meinen Augen du dich sehr, sehr gut verstanden hast auf dem Platz. Er schickt dir folgende Grüße. Hey Jannis, schön, dass du da bist, dass du die Show mitmachst. Danke schon mal dafür. Es freut mich immer, dich auch beim letzten Spiel gesehen zu haben. Du weißt, wir haben ein super Verhältnis noch. Und ja, ich soll jetzt sagen, was du hattest, was ich nicht hatte und was ich hatte, was du nicht hattest. Ich würde sagen, was du hattest, war damals natürlich ein super Kopfballspiel und hast dich sehr körperlich schon durchgesetzt. Aber ich denke, dass ich dafür technisch ein bisschen besser war und mein Abschluss auch mit dem Fuß ein bisschen besser. Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut ergänzt. Und ja, ich freue mich, dich diese Woche zu sehen. Wir gehen was essen. Darauf freue ich mich. Ciao, ciao. Sagt Alex Meyer, Fußballgott. Wie ist euer Kontakt? Sehr gut, sehr gut. Ich habe ihn auch am Samstag gesehen. Ich war draußen beim Spiel der U19 und habe die auch gesehen bei der U17, wie sie trainiert haben. Da habe ich auch den Alex gesehen. Ich habe ihn im Nachhinein auch im Stadion getroffen. Wir haben noch regelmäßig Kontakt. Und erst recht, wenn ich dann da bin, dann versuche ich dann auch alte Gefährten
anzurufen, dass wir uns dann treffen. Ja. Du bist sehr aktiv, was diese Kommunikation angeht. Du hast mal ein Modelabel gegründet, hast in Frankfurt ein Restaurant besessen, hast in Saloniki noch ein Hotel, dann hast du investiert in Solarstromanlagen. Du bist ein Multitalent. Wenn ich jetzt mal provokativ sage, du brauchst den Fußball gar nicht, du kannst darauf verzichten. Ist das richtig oder ist das falsch? Ja, aber Fußball ist halt das Herz und das ist das, was ich liebe und damit will ich mich beschäftigen. Alles andere mache ich eigentlich, weil ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich will alles ausprobieren. Das war damals so, aber im Endeffekt macht man das, was man liebt und das ist Fußball. Wann kommst du zurück auf die Bühne als Trainer? Ich war ja jetzt letzten 6 Monate praktisch bin ich auf dem Markt. War bei PAOK Saloniki zuletzt. Ich bin jetzt auf der Suche und ich hoffe dann, dass ich dann bald fündig werde, um aktiv dann wieder auf dem Platz zu stehen. Deine Fußballkenntnis kannst du gleich unter Beweis stellen bei uns bei Eintracht FM am Mikrofon. Ab 20.50 Uhr geht's live los mit Yannis Amanatidis am Mikrofon. Wir bedanken uns für Besuch hier. Hat Spaß gemacht. Ja. Bleib noch ganz kurz hier. Wir gucken nämlich gemeinsam, bevor die nächste Legende ins Studio kommt, einen Beitrag an der UEFA. Nachhaltigkeit ist ein großes Stichwort und während wir 2 Legenden hier schon im Studio haben, waren in diesem Beitrag auch 2 Legenden vertreten. Figo und Buffon. Want to see a trick? This is my trick! My trick? And this is my trick. Nachhaltigkeit, ein ganz großes Stichwort, vor allem heutzutage und ein Mann, der sich nachhaltig in den Herzen der Frankfurter Fans verewigt hat. Jetzt bei mir im Studio, die nächste Legende ist da, so schön ist es für Vereins-TV zu arbeiten, Lajos Deteri. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir, schönen Abend. Du bist natürlich durch dein Tor 1988 im DFB-Pokalfinale gegen Bochum berühmt geworden, zur Legende geworden. Wir haben das Tor natürlich ausgepackt, wir haben es für dich da. Wunderbarer Treffer, 81. Minute. Was passiert mit dir oder was geht in dir vor, wenn du die Bilder von damals siehst, wie du dich in die Herzen der Fans geschossen hast? Naja, jetzt kann ich sagen, das war ein ganz einfacher Freistoß. Ganz einfacher Freistoß? Ja. Ja, warum? Warum? Habe ich 100 Mal oder 1000 Mal in die Training diese Tore geschossen. Ja, das sehen die Bochumer natürlich. Aber das war dann Geschichte. Das war der Wichtigste vor allem. Ja. Und da schlagen wir jetzt die Brücke. Du bist dann eben danach zu Olympiakos gewechselt. 17,4 Millionen D-Mark. Rekordtransfer aus der Bundesliga woanders hin. Was macht das mit einem Spieler? Ist das ein Gefühl von Schwere oder sagt man, ich bin jetzt der Beste, mir geht es noch besser? Nein, ich war Spieler, ich musste Fußball spielen, Präsident. Hat gedacht, er hat so viel Geld und er hat bezahlt. Ja, und dann warst du das auch wert und deswegen bist du unter anderem zur Legende geworden. Wo hattest du denn die schönere Zeit oder wo hattest du denn die schöneren Karriere-Highlights? In Frankfurt oder in Piräus oder ist deine Gesamtkarriere für dich so wichtig? Naja, für den Fußballspieler ist wichtig, wohin geht, dort er ist Stammspieler und spielt immer. Wo habe ich gespielt? Ich war immer Stammspieler und habe ich immer gespielt, überall Italien, Griechenland oder hier in Frankfurt. Kannst du nicht die Länder vergleichen oder den Fußball? Ist alles ganz anders. Das stimmt. Und du bist immer wieder gerne zurück in Frankfurt und du wirst auch von den Fans verehrt. Wir haben auch ein Bild von der Pokalfinale 2018, als du vor der Frankfurter Kurve standest. Beim Schwarz-Weiß wie Schnee hat Uli Stein dir die Gitarre umgehängt. Was war das für ein Pokalfinale für dich? Nach 30 Jahre nach deinem Tor, dass die Eintracht wieder gewonnen hat? Naja, vielleicht habe ich ein bisschen Glück gebracht für die Glück Eintracht. Gebracht, hast du. Ja. Und wir haben das Finale gewonnen gegen Bayern. Wie beobachtest du die Eintracht aktuell? Schätzt du sie ein? Jetzt, ich kenne nicht die Mannschaft. Dieses Jahr habe ich Eintracht nicht gesehen. Deswegen kann ich nicht zu viel über Eintracht zu sagen. Das ist aber auch nicht schlimm, denn deswegen bist du ja hier. Heute werden 35.000 plus eins plus dich dieses Spiel verfolgen gegen Olympiakos Piräus. Und dann können wir danach gerne nochmal miteinander sprechen. Wir haben die Fans mal gefragt, die Eintracht-Fans rund ums Stadion, was sie denn von diesem Spiel erwarten und was sie glauben, wie es ausgeht. Was meinen Sie denn, wie das Spiel ausgeht? 2-1 für uns. 1-1. 4-0. Ich denke mal, dass es eine knappe 1-2 Niederlage wird für die Eintracht.
aufgrund der Leistung der letzten, ich sag mal, Wochen, in denen sie doch sehr viel Glück hatten. Gewinnt sie, verliert sie oder spielt sie unentschieden? Gewinnt. Was macht sie da so sicher, dass es ein 4-0 wird? Naja, trotz Reaktion. Ich glaube schon, dass das was ganz anderes wird, als das, was das am Samstag war. Wir wissen ja, dass die Eintracht eh eine Euroleague-Mannschaft ist. Wenn wir gewinnen, sind wir ja relativ sicher qualifiziert. Und deswegen setze ich darauf, dass wir das Spiel 2-1 gewinnen. Woran hakt es denn aktuell Ihrer Meinung nach? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das alles so zwischen den Ohren ein bisschen passiert. Die haben gerade irgendwie nicht so wirklich die Übersicht, was Kopf- und Fußkoordination angeht. Ich glaube, da ist irgendwie, läuft nicht. Und wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht und dann irgendwann läuft es wieder. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass es an der Abstimmung liegt. Das, was ja auch oft schon zu hören und zu lesen war, das Team ist neu, gerade die Offensive ist neu und ich denke, man sollte ihr, sofern es in den nächsten Wochen möglich ist, einfach mal Zeit geben. Genau das, was Yannis Amanatidis auch gesagt hat, bei einem neuen Trainer, bei einer neuen Mannschaft, die sich finden muss, muss man dem Team einfach Zeit geben. Was glaubst du, wie es heute Abend ausgeht? Ja, ich denke auch, die Mannschaft muss Geduld und Zeit haben, weil neuer Trainer, neuer Sportdirektor, natürlich die Mannschaft muss zusammenpassen. Ich denke, dieses Spiel können wir sagen 50-50, wie hat Yannis auch gesagt, aber wenn sehen wir, Frankfurt spielt zu Hause und das ist, muss ein Vorteil sein und 35.000 Zuschauer hinter die Mannschaft, deswegen ich denke, Inter gewinnt heute Abend. Wir haben die Aufstellungen nochmal vorbereitet, können wir gerne nochmal zeigen. So sieht es aus mit einer Doppelspitze, Paciencia und Boré, Kamada dahinter, Kostic über links. Kostic wahrscheinlich der Spieler, der insgesamt am gefährlichsten ist. Ja. Wie gefährlich ist das für eine Mannschaft, wenn der Gegner immer weiß, Kostic ist der Gefährlichste und trotzdem setzt er sich ja immer durch. Was spricht es, was sagt das über seine Qualität aus? Ja, Kostic ist ein sehr guter Spieler, gefährlich, torgefährlich und natürlich, ich kann den letzten Pass geben, kann viele Tore vorbereiten. Ja, aber ich denke, dieser Moment kannst du nicht nur gegen einen Spieler deine Taktik machen, sondern gegen die ganze Mannschaft. Wir haben die Defensive gesehen mit einer Dreierkette. Hinteregger spielt wohl auf der linken Seite. Im Zentrum wird Hasebe spielen und rechts Tuta, der momentan auf dem offiziellen Clubmagazin drauf ist. Da können wir gleich nochmal zeigen, so sieht das aktuell aus. Tuta ist da drauf. Der Adlerträger auch ein beliebtes Format auf YouTube bei uns zu sehen. Mit Tuta auch sehenswert auf jeden Fall. Die Mannschaft ist gewappnet. Du hast gesagt, 35.000 ist wichtig. Was ist denn das Besondere an diesen Europapokal-Nächten hier in Frankfurt? Ja, ich denke, Olympiakos hat 6 Punkte, Frankfurt hat 4 Punkte. Wenn heute Frankfurt kann gewinnen und danach vielleicht diese beiden Mannschaften geht weiter von der Gruppe. Das wäre die beste Lösung. Das wäre das Beste. Wir schauen auch gleich nochmal auf den Spielplan. Vorher wollen wir unser Quiz auflösen. Wir haben nämlich ein Quiz gestellt an euch da draußen, an Sie, liebe Zuschauer. Welcher Eintracht-Spieler spielte einst für Olympiakos Piräus? Das war unser Quiz und die Auflösung kommt jetzt. Es war nämlich Gonzalo Paciencia, heute in der Startelf, deswegen ganz passend, hat 2016, also vor 5 Jahren, eine Partie für die Griechen bestritten. Wir schauen gemeinsam noch auf den Spielplan. 2 Spiele sind schon absolviert, heute Abend ist Spiel Nummer 3. Das bedeutet, es ist ein richtungsweisendes Spiel, Olympiakos als Erster, Frankfurt als Zweiter und danach wieder Olympiakos, dann auswärts am 4.11. und am 25.11. sind wir wieder für euch da mit Eintracht International, mit unserer Matchday-Show. Jetzt wird es ein bisschen lauter da draußen und wir freuen uns auf ein tolles Spiel. Ich bedanke mich für deinen Besuch. Ich bedanke. Es hat mir Spaß gemacht. Wir schauen gemeinsam mit 35.000 ein hoffentlich wunderbares Fußballspiel. Wir haben alle gesagt, es wird spannend und ich glaube, das wird auch so werden. Bis zum nächsten Mal.